Guten Abend. Nicht nur das Runde, das ins Eckige muss, sorgt derzeit für viel Aufsehen in den Niederlanden, das Eirige auch. Denn Hühnereier, die in den Niederlanden gelegt werden, haben es in sich. Das giftige Insektenschutzmittel Fipronil. Millionen Eier sind verseucht und müssen vernichtet werden. Und längst ist der Skandal auch in deutschen Ställen angekommen. Daniel Spreer. Für Hartmut Schlöning aus dem niedersächsischen Nordhorn und seine Familie sind es schlimme Tage. Gerade erst haben sie sich entschieden, komplett von Milchvieh auf Legehennenhaltung umzustellen. Und jetzt das. Mehr als 400.000 Eier stapeln sich bereits. Die müssen sie nun entsorgen. Und jeden Tag kommen 38.000 neue dazu. In der Familie, der Ärger und der Zorn ist auch schon da. So unsere Tochter, die wird auch angesprochen, habt ihr giftige Eier zu Hause? Meine Frau ist auch nicht gut drauf. Das ist kein Geschenk. Nee, kann man keinem wünschen, sowas. Vor 5 Wochen hat bei ihm im Stall ein niederländisches Unternehmen ein Insektizid gegen Milben versprüht. Eigentlich eine Routinebehandlung. Doch dem Mittel war wohl ein weiterer Wirkstoff beigemischt. Das Insektizid Fipronil. Über die Hühner gelangte es in die Eier. Für den Menschen könnte ein übermäßiger Verzehr dieser Eier schädlich sein, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Inzwischen wurde in 3 weiteren niedersächsischen Ställen Fipronil nachgewiesen. Auch hier war das niederländische Unternehmen im Einsatz. Wir müssen in aller Schärfe und aller Nachhaltigkeit aufklären, wer, wie, wo, was und wie lange gemacht hat. Die Eier von Familie Löning landen nun im Sondermüll. Wie lange noch, ist völlig offen. Bisher sind ihnen rund 50.000 Euro Schaden entstanden. Ob die Versicherung zahlt, ist unklar. Und mit jedem gelegten Ei wachsen die Verluste weiter. Es ist lange noch nicht ausgemacht, dass die beim gestrigen Dieselgipfel getroffenen Vereinbarungen ausreichen werden, um ein Fahrverbot für Dieselautos in deutschen Innenstädten abzuwenden. Besonders nicht in solchen, die wie Stuttgart seit Jahren vergeblich gegen zu viel Feinstaub und Stickoxide ankämpfen. Da mögen Deutschlands Autobauer ihre Zugeständnisse noch so als großzügiges Entgegenkommen darstellen. Auch am Tag nach dem Gipfel herrscht dicke Luft. Ulla Fiebig. Der Gipfel ist zwar vorbei, aber die Fragen hören nicht auf. Der Minister wirkt heute etwas genervt deswegen. Wieso soll ich meine Meinung geändert haben? Die Kritik ist ja nicht so positiv an den Ergebnissen. Muss das an meiner Meinung was ändern? Er will sich den Gipfel nicht schlechtreden lassen. Alle Maßnahmen zusammen würden doch erst einmal reichen. Wir wollen jetzt einen ersten schnellen Schritt, um klar zu zeigen, es ist der politische Wille da, um Fahrverbote zu vermeiden und direkt Auswirkungen auf den NOx-Ausstoß im positiven Sinne zu erreichen. Die oft geforderten Hardware-Lösungen seien komplizierter und würden länger dauern, meint Dobrindt. Beim Umwelt- und Verkehrsexperten Axel Friedrich klingt das allerdings viel einfacher. Die brauchen Harnstofftank natürlich, die brauchen Einspritzpumpe und brauchen Katalysator. Aber das alles Dinge, die Sie heute kaufen können. Sie müssen nur angepasst werden auf das jeweilige Modell, also keine neue Technik. Opposition und SPD fühlen sich nach ihrem heutigen Gespräch mit dem Minister nicht gut informiert. Den Gipfelergebnissen trauen sie kaum etwas zu. Wir müssen deshalb festhalten, dass Fahrverbote seit gestern wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher geworden sind, weil diese Softwarelösungen nicht ausreichen werden. Im Moment geht es nur um Dieselautos deutscher Hersteller. Dabei fahren hierzulande auch mindestens 4 Millionen Diesel von ausländischen Firmen. Was mit denen passiert, ist weiter offen. Und nun weitere Nachrichten des Tages mit Jan Hofer. Bei der Trauerfeier in Fritzlar haben etwa 1.000 Menschen der beiden bei einem Hubschrauberabsturz in Mali umgekommenen Soldaten gedacht. Verteidigungsministerin von der Leyen würdigte die Männer als herausragende Piloten. Warum der Hubschrauber abgestürzt war, ist noch unklar. In Venezuela geht die Justiz Hinweisen auf Manipulationen bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung nach. Laut Generalstaatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass das Ergebnis im Sinne der Regierung gefälscht wurde. Präsident Maduro, gegen den seit Monaten demonstriert wird, bestreitet das. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Russland haben die Außenminister beider Länder ein Treffen am kommenden Wochenende vereinbart. Zuletzt hatte der US-Kongress die Russland-Sanktionen gegen den Willen von US-Präsident Trump verschärft. Trump sprach von einem bisher unerreichten Tief in den Beziehungen zu Moskau.
Der langjährige Boxweltmeister im Schwergewicht Wladimir Klitschko beendet seine Karriere. Seinen letzten Kampf im April hatte der 41-Jährige zwar verloren, dennoch gilt Klitschko als Ausnahmetalent. Zeitweise dominierte er gleich drei der großen Boxweltverbände. Als der brasilianische Fußballer Neymar vor 4 Jahren zum FC Barcelona wechselte, da soll Barca etwa 95 Millionen Euro bezahlt haben. Und die Katalanen fanden seinerzeit nichts Anrüchiges daran. Auch nicht an der Summe, die sie später als feste Ablöse in Neymars Vertrag schrieben, 222 Millionen Euro. Nun aber ist die Empörung groß, weil dieser, sagen wir, Festpreis jetzt tatsächlich gezahlt wurde. Natalia Bachmeier. Einmal rein und einmal raus. Außer Spesen nichts gewesen. Bei La Liga blitzten Neymars Anwälte heute Vormittag noch ab. Der spanische Fußballverband verweigerte die Annahme der Ablöse. Aus Prinzip, sie verstoße gegen die Regeln des finanziellen Fairplay. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang im spanischen Fußball, der sonst nicht für übermäßige Bescheidenheit bekannt ist. Und tatsächlich, hier beim FC Barcelona haben sie sich dann auch wenig später nicht so geziert. Heute Nachmittag erschienen Neymars Rechtsvertreter in den Büros des Clubs und haben im Namen des Spielers 222 Millionen Euro bezahlt. Die Summe ist eine Entschädigung für die einseitige und grundlose Aufkündigung des Vertrags zwischen beiden Parteien. Das klingt ein bisschen nach gescheiterter Ehe, nach 4 Jahren. Nun trennt man sich, naja, so gut es eben geht. Neymar hat sich beim Training schon von seinen Mannschaftskameraden verabschiedet und sein bald Ex-Verein überlegt vermutlich schon längst, wo man mit dem vielen Geld jetzt auf Einkaufstour gehen könnte. Und die Anwälte? Kein Wort, auch hier in Barcelona nicht, wo sie ihre Millionen ja dann doch noch los wurden. Morgen schon soll Neymar mit großem Pomp in Paris empfangen werden. Merke, Reisende soll man nicht aufhalten. Fehlt noch das Wetter. Morgen vor allem im Norden Wolken und Wind bei 20 Grad, im Süden Sonne bis 27 Grad. Und hier im Ersten wird jetzt die Frage beantwortet, wer folgt Dänemark in das Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft? Die führenden Niederlande oder England? Bis morgen.